Seid gegrüßt heute zu einem neuen Mod-Review. Ja, diesmal zeige ich euch den richtig geilen Mod namens Paint Mod von Hippoplatymus. Der ist auch noch ziemlich neu. Das ist auch der Macher von dem Pistons Mod, also den Originalen. Ja, dieser Mod erlaubt euch einfach mit Hilfe von Pinseln einfach ja zu malen, wie der Name schon sagt, Paint Mod. Einfach alles Mögliche zu malen. Ihr könnt die ganz normalen Färbemittel für Wolle auch für diese Pinsel benutzen. So craftet ihr die ein Stick und ein Wolle darüber, dann habt ihr einen Pinsel und damit färbt ihr die einfach einen Pinsel und dann die jeweilige jeweilige Färbemittel da rein. Und wenn ihr einen Stick und ein Eisen darüber tut, ist es sowas wie ein Eraser, also ein Radiergummi. Ja, hier ist dann der Download. Ihr müsst unbedingt diesen zweiten Download wählen. Weil hier ist auch eine Warnung für den normalen Download, installiert man das ganz normal wie jeden anderen Mod, Meta-Inf-Ordner löschen und dann ist der aber inkompatibel mit dem Modloader. Deswegen muss man den kompatiblen, also der, nicht den oberen Mod, der ist inkompatibel mit dem Modloader, sondern dem, wo steht compatible with Modloader. Und ihr müsst unbedingt zuerst den Modloader installieren und dann den Mod, weil sonst wird das nicht angezeigt, dass ihr das, also wird das Malende nicht angezeigt, sondern ja, es passiert einfach gar nichts, ihr habt nur die Tools und also diese Pinsel. Ja, downloadet ihr euch das hier und den Modloader, den packe ich euch auch in die Beschreibung. So, dann geht in euer Ordner, wo ihr das habt. Wo habe ich es da? Und jetzt geht in euren .Minecraft-Ordner, dafür öffnet ihr die Windows-Startleiste und gebt ein %appdata%, drückt auf OK, dann in .minecraft in den Bin-Ordner Minecraft Jar öffnen mit WinRAR oder 7-Zip, dann schließen, Meta-Inf-Ordner müsst ihr unbedingt löschen, einfach anwählen und Entferntaste drücken oder Rechtsklick Dateien löschen, bestätigen. So, wenn ihr den nicht drin habt, dann habt ihr es schon gelöscht vorher, das ist gut so, den braucht ihr einfach nicht. So, dann zuerst den Modloader, wie es auf der Seite steht. Öffnet ihr den, zieht alle Class-Dateien einfach in die Minecraft-Jar, drückt auf OK, geht hier zurück und ich wähle den, wo ist er? Paint Client Modloader. So, und falls ihr manchmal nicht wisst, wenn ihr nur diese Datei habt und nicht wisst, ob ihr einen Modloader braucht, wenn eine Class-Datei ist, wo vorher steht Mod, dann dieser Unterstrich und dann irgendwas, dann seht ihr daran, dass es den Modloader braucht, weil das wird immer angezeigt für den Modloader. Ja, genau, das könnt ihr einfach so dann sehen, wenn ihr euch mal nicht sicher seid. So, das einfach alles ankopieren, oder auswählen, meine ich, und dann einfach reinziehen, OK drücken. Ja, das war's mit der Installation. Ich starte kurz Fraps und Minecraft und dann sehen wir uns in-game wieder und kreieren mal ein schönes Kunstwerk. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder zurück in-game. Ich zeige euch jetzt kurz, wie man das craftet und wie man das dann benutzt. Also ich baue einfach eine Workbench und so macht ihr ganz normal einen Paintbrush, also Pinsel, holen wir uns jetzt noch ein paar, so, hoch, so, und damit wir die färben können, ich habe jetzt nur drei Färbemittel, aber das geht halt mit ein, einfach einen gelben, zum Beispiel, ein blauen mit Lapis Lazuli, oder Lapis Lazuli, keine Ahnung, wie man es jetzt ausspricht, und einen schwarzen, genau, ach ja, ein Eraser noch. Ja, das war's eigentlich. Jetzt gehen wir ein bisschen Graffitis machen. Aufpassen, dass uns keiner erwischt. Ich denke mal, an die Hauswand hier können wir was machen. Unauffällig. Ja, so. Einfach mit einem Rechtsklick gedrückt zum Beispiel halten, dann malt ihr was. Und ja, das war jetzt nicht so toll. Hier kann ich es einfach mit dem Rechtsklick gedrückt halt mit dem Eraser und einfach alles löschen. Und ihr seht schon, das wird nicht weniger. Also ihr könnt so lange damit malen, wie ihr wollt. I was... Wow. Eigentlich bräuchte ich jetzt rot, um ein bisschen Blut zu simulieren, aber, oder darzustellen, aber, naja.
Hier. So, da kann man halt alles Mögliche mitmachen. Ja, und man kann auch mit einem Wassereimer, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auswählen was hinmache und ich habe jetzt keinen Eraser dabei, kann ich aber mit einem Wassereimer das so löschen. Aber wenn ihr jetzt über Blöcke hinweg macht, dann müsst ihr es halt manchmal mehrmal übergießen. Mehrmals. Und ja, es kann auch ziemlich hilfreich sein, der Mod, wenn ihr zum Beispiel in der Höhle seid, in der großen Höhle und ihr habt euch, wollt euch nicht verlaufen, dann macht ihr einfach so alle paar Meter, so ein paar. Okay, darauf geht es jetzt nicht. Alle paar Meter solche Flecken und dann könnt ihr es einfach mit dem Eraser ja wieder wegradieren oder halt, wie gesagt, mit einem Wassereimer. Na, komm schon. Ja, ich denke, das war's zu dem Mod. Ich werde vielleicht noch ein paar Speeders einfach so mal aus Spaß davon hochladen. Es wird langsam hell, wir müssen es mal schnell verpieseln, sonst erwischt uns noch jemand. Ja, ich denke, ich werde ein paar Speeders von hochladen. Ein richtig cooler Mod auf jeden Fall. Ganz witzig. Und ja, vielleicht lässt sich Notcha was einfallen und integriert auch sowas ins Spiel, aber alles Spekulation und jo, bis zum nächsten Video. Ciao.